Sie so zahlreich gekommen sind. Der Saal ist schön gefüllt, das sieht von hier oben richtig gut aus. Wir verabschieden heute den bisherigen und wir begrüßen den neuen Rektor. Deshalb gilt mein erster besonderer Gruß Ihnen, lieber Herr Professor Dr. Werner Ziegler und Ihrer Familie, sowie Ihnen, lieber Herr Professor Dr. Andreas Frey und Ihrer Familie. Herzlich willkommen. Für eine Hochschulstadt wie Nürtingen ist der Wechsel an einer Leitungsspitze seiner Hochschule immer etwas Besonderes, vielleicht auch etwas Einschneidendes, markiert er doch das Ende und zugleich der Beginn einer neuen Ära. Weil ich glaube, dass so ein Rektorwechsel doch immer ein ganz wichtiger Moment zum Innehalten einer Hochschule auch ist, wo man nochmal reflektieren kann, was ist alles geschafft worden, was haben Sie bewältigen müssen in den letzten Jahren mit Ihrem Rektor, durch Ihren Rektor und was bleibt denn noch zu hoffen und zu tun für den neuen Rektor? Ich wurde gebeten, hier anlässlich der Verabschiedung des Kollegen Werner Ziegler aus dem Amt des Rektors der HFWU und der offiziellen Amtseinführung seines Nachfolgers, Herrn Andreas Frey, ein Grußwort zu halten. Für diese Ehre und Einladung bedanke ich mich herzlich und grüße Sie auftragsgemäß alle sehr herzlich. Lieber Herr Frey, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen eine super Mannschaft. Ich wünsche Ihnen stets eine robuste Gesundheit. Und ich wünsche Ihnen Kolleginnen und Kollegen, die es gut mit Ihnen meinen und deshalb auch ein offenes Wort nicht scheuen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche mir, dass Sie alle Kapitel 6, Vers 34 des Buches Jesus Sirach beherzigen. Verweile gerne im Kreise der Alten. Vielen Dank. Danke. Die Hochschule wird gelebt. Die Hochschule wird gelebt von Menschen, die mich herzlich und mit offenen Armen empfangen haben. Die Hochschule wird gelebt von Menschen, die sich für ihre Hochschule einsetzen. Sie wird gelebt von Menschen, die für die Studierenden da sind und dies auch spürbar erleben lassen. Von Menschen, in denen viel Potenzial steckt und die für Veränderungen offen sind. Lieber Herr Ziegler, dies ist Ihr Verdienst. Ich habe hier eine Hochschule mit einer sehr positiven Grundstimmung vorgefunden, die es mir leicht gemacht hat, hier anzukommen. Meinen ganz herzlichen Dank dafür. Genießen Sie den Abend mit dem scheidenden Rektor und mit dem neuen Rektor und mit seiner Mannschaft. Viel Spaß, viel Vergnügen.